Ne, die Geräuschkulisse und die Musik, die sind mir da herz allerliebst. Ne? Das ist, das macht überhaupt keine Panik auch. Ne, machen wir einfach mal nahtlos weiter. Ich verstehe. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir die Brüder noch so richtig auf die Pelle rücken werden. Nein, ich will das da. Dann eben so. Okay. Schwerelosigkeit. Ende der Schwerelosigkeit. Schwerelosigkeit. Ende der Schwerelosigkeit. Okay, ich wollte einfach nur mal rumtesten, ne? Hier so, warte mal. Stase. Eintritt Schwerelosigkeit. Was ist los? Nicht heftig genug, oder?
Jedenfalls können die sich besser hier bewegen als ich. Boah. Ja, aber wie will er jetzt hier runterhupsen? Das ist doch... Achso. Okay, hier sieht es ja auch relativ abenteuerlich aus. Ich weiß nicht mal mehr, was meine Ausgangsposition war. Sollte man sich so ein Ding mitnehmen? Ich habe da so eine Ahnung, wo ich hin muss. Hallo? Hallo, Security. Ach, Gott sei Dank. Hier spricht Dr. Cross. Ich bin in der Hydrostation und versuche Second Engineer Jacob Temple zu orten, komme aber nicht durch zum Maschinenraum. Ja, natürlich weiß ich, dass auf dem ganzen Schiff medizinische Alarmstufe ist. Deshalb suche ich ihn ja. Nein, für den Augenblick sind wir sicher. Aber die Monorail ist defekt und wir können nicht zu den Rettungskapseln. Hallo? Hallo?
ganz ehrlich, ich bin mir irgendwie total unsicher. So, dann sagen wir mal, das ist der erste. Dann kann ich weiter bis da hinten und da müsste ich dann alles durchkommen und dann schließt es erst wieder, ne? Ja. Übrigens gerade auch so unglaublich laut vor, ne? Dass ich tatsächlich aufhöre, hier so rumzuquatschen. Das ist sehr dominant alles. Den da unten hatte ich noch getroffen, ne? Jetzt habe ich auch so zwischendurch so ein bisschen das Gefühl, dass der Schwierigkeitsgrad jetzt ganz leicht angehoben wird, was auch die Gegner angeht so ein bisschen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen auch gleich gegen was ganz, ganz Großes ran. 10 Kilotonnen schwere Masse im Lebensmittellager registriert. Alles klar. Ein bisschen Munition habe ich ja, ne? Medikit dann noch. Verschaffen, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, wo ich als nächstes direkt hin muss. Ja, raus, ist schon klar. War ich hier nicht schon?
Okay. Gefahr, 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 Gefahr. Und bei Gefahr ist natürlich normal, da speichert man so oft man kann. Bitteschön. Okay, ich interpretiere diese Anzeige so, dass wir da drüben einiges schon erreicht haben. Ja, und jetzt ist die andere Seite dran. Moment, wir haben doch hier auch unseren Shop gehabt, ne? Mhm. Noch kurz im Shop und gucken, dass wir noch ein paar Sachen entladen, sozusagen. Ich bin jetzt ganz kurz am Überlegen gewesen, ob ich mir den Flammenwerfer zum Beispiel jetzt mal wieder einverleiben soll. Okay, zwei Knoten. Die Möglichkeit wäre ja gewesen, auch da jetzt schon mal ein bisschen darauf zu legen eigentlich. Ne? Obwohl, ich kann mir die Knoten auch für das nächste Mal aufheben. Ich will ja auch einen neuen Anzug haben. Schon wieder. So. Warum steht er jetzt eigentlich in Safe, wenn ich im Safe bin? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich den hier in der Tasche ab. Ein Flammenwerfer einfach aus dem Grunde, wenn noch mal so viele von diesen kleinen irgendwo kommen. Ne? Ich meine, okay, wenn ich eine Mine abschießen kann, ist ja auch gut, aber. Ne, ja, komm, was soll's. Rein ins Getümmel. Der hat sich das ja auch nie ausgesucht, ne, aber. Ich sag euch, das wird noch so richtig klebrig hier. So, schön, dass du mich fallen lassen. Wenigstens, ja, immerhin. Nachdem ich also in dich reingepumpt habe, du. Ja, Energiesperre aktiv. Ne, überbrücken mit einem Energieknoten. Ja, das ist es wieder. Da können wieder tolle Sachen drin sein. Na, Moment, da kommt der Reihe nach.
Werkbank. Ja, die kommen mir auch gerade gelegen. Ich würde dann trotzdem einmal kurz... Ja, Reaktion wie ein Jedi. Ja, man kann sagen, also Humor haben sie, ne? Die Entwickler. So, wer kann? So, zum einen würde ich mich jetzt nochmal dem Plasma-Cutter hingeben. Die Kapazität wurde hochgedreht. Der Schaden, den können wir jetzt auch noch mal um 2 Punkte erhöhen. Nachladen. Ja, okay, das ist, ich meine, je mehr Kapazität wir haben. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass Nachladen doof ist, ne, aber ich würde. Wartet mal. Ich will jetzt gar nicht erst anfangen, eben halt alle möglichen anderen Waffen hier jetzt auch noch so. Ne, Minenbreite. Ja, großflächiges Angreifen ist schon nicht schlecht, ne? Aber wären wir zu viele Waffen, auf die man sich dann so konzentrieren muss. Deswegen könnte man eher hier sagen, ich nehme jetzt wirklich da nochmal was in Schaden rein. Ja. Damit bin ich fast zufrieden und dann mein Rick. Trefferpunkte. Ja, ich bin mir leider nicht sicher, wofür genau Trefferpunkte wichtig sind, beziehungsweise inwiefern die uns jetzt helfen. Ne? Damit werden ihre Trefferpunkte um 25 Punkte erhöht. Ja, toll. Weiter in Richtung Luft ist allerdings auch nicht so verkehrt, oder? Ich würde es einfach mal machen. Im Zweifelsfall kann man dann auf die Trefferpunkte immer noch drauf gehen. Also kann man sich dann beim nächsten Mal überlegen. Beziehungsweise wir haben ja auch ein bisschen Geld in der Tasche. Ich fürchte nämlich sogar nicht genug für den nächsten Anzug, aber erstmal haben wir Geld in der Tasche. Ne, Punkt. Ja, und die Tür hier. Wie gesagt, normalerweise warten immer richtig schöne Schätze da drauf, aber... Aber. Vegetative Anomalien in der Wachstumskammer Ost registriert. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Sehr schöne Sache. Habe ich schon gewonnen? Oh, ein Knoten. Ja, okay, wisst ihr, was kommt? Scheiß drauf. Einfach nur, weil wir sind ja neugierig. Ne, wir rennen jetzt in den doofen Raum nach. Ja, einfach nur, weil ich noch nicht weiter will. Ne, hier, Energiesperren, sowas ist aktiv. Ah!
Ja, welche Geheimnisse werden uns wohl erwarten? Eine Plasma-Energiezelle. Strahlmunition. Plasma-Energie. Ein großes Medipack. Was ist das? Nochmal 5000. Ja, okay, wenn man das bedenkt, ob man sich für 10.000 aus dem Knoten kaufen kann, dann haben wir jetzt hier 6.000 verdient. Ja, ist in Ordnung. Ich hätte mir jetzt mal ein bisschen mehr erhofft, aber. Ne, ist ja auch in Ordnung. Statt Spritz und Sprudel, ne? Okay, halten wir uns an den Plan. Erstmal da durch. Dann hebe ich mal eben auf. Ich meine, du kannst da ja auch nichts für, ne? Aber. Sprudel, okay. Treibhaus, Inneres. Nährstoffzufuhr einleiten. Nee. Ich weiß gar nicht, ob ich bei dem anderen Aufzug auf Ebene 3 gefahren bin. Den möchte ich mal so in den Raum werfen. What is it? Logbuch der Hydrostation, Dr. Cross. Irgendwas Großes hat die Hülle in der Nähe des Lebensmittellagers gerammt. Das war kein verirrter Asteroid. Das Geräusch kenne ich. Aber es war groß und schwer. Ich melde mich wieder, sobald ich mehr weiß. Moment, warum habe ich das Gefühl, dass wir gleich mal so richtig fleischig werden hier? Kühlkammer Ost.